Hi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es wieder soweit. Der Würfel-Look ist wieder am Start und wir haben heute wieder Farben, wo ich mir gar nicht glaube, dass es dieses Mal so schwer sein könnte. Welche Farben haben wir heute? Wir haben heute Schwarz, Rot. Schwarz-Rot finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe mir schon einige Make-up-Tutorials angeschaut. Schwarz und Rot kann auch einiges. Dann kommt ein bisschen Weiß. Dunkelbrauner Lippenstift haben wir und wir haben Glitzer. Und ich habe mir gedacht, dass ich das Glitzer hier so ein bisschen mir rauf tupfe. Ich muss nur schauen, welche Art der Glitzer ich habe. Denn ich habe so eine kleine Palette von Revol Loves Me und da waren so ein bisschen Glitzer dabei. Den man super toll verwenden. Und ich habe mir gedacht, dass ich heute diese Palette verwende. Und zwar endlich wieder mal die Morphe. Meine erste Morphe. Und zwar ist es diese Mickey Mouse and Friends. Genau, ihr Lieben. Heute mit am Start sind wir wieder zu viert. Ich, Steffi, wieder auf YouTube. Und Jasmin und die Angie wieder auf Instagram. Alle Kanäle verlinke ich euch unten in der Infobox. Ihr Lieben, wir nehmen jetzt einmal so Washi-Tabis. Die habe ich mal von einer ganz, ganz lieben Zuschauerin bekommen. Wenn du das siehst, ganz liebe Grüße an dich. Genau, zuerst wollte ich mit denen so Päckchen kleben, weil sie so zuckersüß ist. Wenn man so eine Verlosung oder so ein Päckchen machen, ist es auch so schön, diese Washi-Tabis. Mit diesen wunderschönen, schaut mal her, mit diesen wunderschönen Muster, Happy und so. Ja, genau, das kostet nicht so viel, denn ich habe letztes Mal diese von Müller gehabt und die haben gekostet 1,99 €. Jetzt habe ich ein bisschen mehr genommen, aber wie gesagt, das macht ja nichts, weil die sind jetzt nicht so, so teuer. So, ihr Lieben, ich möchte dann noch meinen Lieblingsconcealer verwenden von Essence. Genau, das kann ich dann gar nicht jetzt verblenden, weil ich jetzt diese Washi-Tabis habe. Aber ich habe es mir jetzt mal drauf getupft, damit ich es nicht vergesse. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mit dem Schwarz. So, ich gehe jetzt in diesen Schwarz. Bin gespannt. Mache mir jetzt ein bisschen so Katzenaugen. Katzenaugen, die dann hier oben so ein bisschen mit Glitzer glänzen. Ich glaube, das ist gut. Wenn nicht, können wir es dann noch mit einem Kajalstift noch ein bisschen ausbessern. Das Ganze mache ich mir ein bisschen unten. Supi. So, wir hätten hier eigentlich gesagt auch ein Rot. Aber das andere Rot hat mir ein bisschen besser gefallen, glaube ich, in der anderen Palette. Schauen wir mal, was für ein Rot das hier war. Ja, genau, dieses Rot hat mir ein bisschen besser gefallen. Und deswegen nehmen wir das da, weil das andere ist so dunkelrot. Und das ist so ein richtig schönes Rot, finde ich. Life is a short. Genau. So, jetzt nehme ich mir so einen Pinsel und gehe jetzt in diesen Rot rein. Ui. Schaut wirklich interessant aus. Naja, schauen wir mal, wenn es fertig ist. Ich bin ja wirklich noch gutes Dinge. So, jetzt nehme ich das Weiß und werde es ein bisschen, werde die Kante hier ein bisschen, das geht es dann so ein bisschen, damit das nicht so kratzig ausschaut.
Ich bin gespannt, wie das ausschaut. Blende ich das jetzt ein bisschen, den Concealer. So, und dann merke ich, dass hier ein bisschen noch das Weiß ungleich ist. So, jetzt gehe ich in den Roten auch noch einmal rein und werde das Rot hier auch ein bisschen noch so. Das Schwarze werde ich jetzt noch ein bisschen hier auftupfen. Also die Challenge ist nicht einfach, muss ich sagen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die Augen noch gemacht und jetzt habe ich hier, wie gesagt, eine Palette, die hat hier so Glitzerfarben. Genau. Und da werde ich halt das hellste Glitzer nehmen. Das da werde ich jetzt nehmen und werde hier so ein bisschen hier, ja, so ein bisschen so, ich weiß auch gar nicht, ob man das sieht, Moment, oh ja, sieht man ehrlich gesagt gut, ich werde das Glitzer hier so mir drauf tupfen. Genau, man könnte es auf die Lippen auch ein bisschen drauf tupfen, wie gesagt, das ist jetzt so, eh auch jetzt Weihnachten, Silvester steht vor der Türe. Wie gesagt, da sind eh keine Grenzen gesetzt. Aber man sieht es, wenn man so schimmert, finde ich nicht schlecht. Wenn jetzt noch Bronzer kommt und so, ja, könnte man. Kommt drauf an, was man noch anhat. Wenn man was Rotes und was Schwarzes anhat, finde ich das gar nicht so schlecht. Wenn man einen roten Blazer anhat und eine schwarze elegante Bluse, rote Nägel, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das schön ausschauen könnte. Genau, so. Es ist so ein schwaches Glitzer, aber es ist da. Genau, und heute möchte ich Wimpern drauf geben. So. Genau. Jetzt schaue ich einmal, ob ich einen schönen Bronzer habe. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich unbedingt heute Wimpern drauf geben. Und zwar habe ich hier so eine kleine Goodiebox und da habe ich immer alle meine Wimpern drinnen. Jetzt ist die Frage, diese Wimpern würde ich nicht drauf geben, weil das Glitzer ist, das könnte ich für Silvesterlook verwenden. Dann haben wir hier die von Action, die ich auch sehr feiere. Genau, welche Wimpern soll ich denn heute verwenden? Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Von Colourpop, die sind zwar schön, aber die sind sehr, sehr, da soll man die verwenden von Colourpop? Moment. Ist wirklich sehr gut gefallen, diese von Cruella. Wenn ich sie aufkriege. Ich finde die auch wunderschön. Ich habe letztes Mal gekauft von Essence dieses Lash Glue. War nicht teuer, so zwischen 2 und 3 Euro. Wenn manche Wimpern zum Beispiel haben keinen Uhu dabei. Super, der ist nicht eingetrocknet. Jetzt gebe ich mir hier eine dünne Schicht drauf. Genau, wenn die Wimpern hier so können Sie das überhaupt sehen? Nein, gell? Also wenn die Wimpern hier so dann so schön lila Farben werden, können Sie das sehen? Nein, schade. Dann kann man sie super toll nützen. Dann haben sie schon ihr Zweck erfüllt. So, und ich suche jetzt noch eine Wimpernzange. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt keine finden werde. Wenn ich was suche, finde ich es nie. Wer kennt das? Aber ich habe etwas
etwas Ähnliches gefunden. Ich bin fertig mit meinem Look. Ich finde, das mit den Wimpern haut noch einmal alles so noch einmal raus. Genau. Also, ich finde, ich habe das gut umgesetzt, weil ich auch dieses rote Haargummichen genommen habe, diese schönen Kirschenohrringe. Ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen, ja, betont das Ganze. Was mir aber ein bisschen noch empfiehlt, ist noch ein bisschen Glitzer. Deswegen werde ich noch ein bisschen da reingehen und werde hier noch ein bisschen Glitzer setzen. Ich glaube, durch diesen Bronzer hat sich das Glitzer ein bisschen so verabschiedet, aber das macht nichts. Das können wir ja wieder schön setzen. Ja, das ist auch ein schöner Look. Ich finde, wenn ich jetzt einen roten Blazer gehabt hätte und eine rote Bluse, wäre das richtig schön gewesen. Ich schaue mal, ob ich noch etwas Rotes im Kasten habe. Dann könnte man nochmal schauen, wie das alles nochmal so ausschauen würde. Aber ich finde die Kombination jetzt nicht schlecht. Man muss nur wissen, wie man sich in Szene setzt, wenn man jetzt eine rote Tasche hat oder nur schwarzes Outfit. Und dann finde ich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, man kann mit Make-up wirklich vieles machen, wenn man weiß, wie man sich dann auch in Szene setzt. Eine rote Tasche, rote Nägel, rote Schuhe. Finde ich, da schaut das wirklich nicht schlecht aus. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe die Challenge gut gemeistert. Das Glitzer sieht man, wenn ich näher komme. Seht ihr? Das Glitzer sieht man, genau. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Settingspuder genommen, da wäre das Ganze noch ein bisschen schöner gewesen. Aber es ist Jetzt geschafft sicher. habe. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und jetzt würde ich schauen, was die anderen Mädels gezaubert haben, denn ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie die Farben umgesetzt haben. Ja, ihr Lieben, was bleibt mir anderes zu sagen, außer ein wunderschönes Wochenende. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video, wenn ihr wollt. Bussi Baba, eure Lola.